Zum ersten Mal in dieser Saison und zum vierten Mal überhaupt betraten die Shen Yun Performing Arts im April die Bühne von Paris. Auch Herr Bouzeau war im Publikum. Er ist Präsident der französischen Zeitung 20 Minutes, die nachweislich von mehr als 2 Millionen Menschen gelesen wird. Ich finde, diese Show kombiniert beides, moderne und volkstümliche chinesische Elemente. Sie ist sehr interessant wegen all der Werte, die sie darstellt. Laut Bouzeau war die Signifikanz des Shenyun-Erlebnisses für ihn, die Leistung, über seinen Intellekt hinaus zu gelangen. Die Szenen, die Farben, die Bewegungen, die Choreografie, ich denke ganz frei heraus, es ist wundervoll. Da haben sie es, ich war sehr gerührt. Meine emotionale Seite spielte eine viel größere Rolle als meine intellektuelle Seite. In ähnlichem Sinne beschrieb der französische Filmdirektor, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent Jean-Pierre Mocky seine Erfahrung mit Shen Yun. Eine spirituelle Erfüllung. Wenn du aus dieser Show rauskommst, fühlst du dich, als hättest du eine Kur gemacht. Eine Kur der Schönheit, der Harmonie. In jeder anderen Oper gibt es kein Gefühl der Erfüllung, der Fülle. Ich finde, diese Frauen sind, sie sehen aus wie Frauen aus einer anderen Welt, diese Tänzerinnen. Es ist, als würden sie im Himmel gehen. Sie gehen, aber den Eindruck, den wir bekommen, ist, dass ihre Füße den Boden nicht berühren. Ich war begeistert, vollends begeistert. Die Choreografie, alles, alles, alles. Und die großartige Stimme der Mezzosopranistin und des Tenors. Ich bin begeistert. Morgen nach der Messe werde ich viele Flyer verteilen, sodass die Menschen kommen und diese Show anschauen. NTD News, Paris, Frankreich.